Grüß Gott, ich bin Dr. Doka. Sie haben eine CT-Aufnahme geholt zu uns und dann möchte ich gerne dann das zeigen für Sie, was kann man dann hier sehen. Fangen wir das unten an. Im Unterkieferknochen haben wir ein Alterimplantat, was sieht so aus. Dieses Implantat macht immer Probleme bei Ihnen, das muss man entfernen. Haben wir noch ein weißes Zahn hier hinten, aber das stört uns nicht, das kann nicht mehr bleiben. Wenn möchten Sie ein anderes Implantat und bessere Zahnersatz haben, dann können wir dann drei Implantaten nach dem Altimplantatentfernung dann hier hineinschrauben. Ein Implantat können Sie dort bekommen zwischen echtes Zahn- und Nervkanal, was haben wir im Kieferknochen unten, und zwei weitere Implantaten über dem Nervkanal. Das läuft so: erst einmal mit einem chirurgischen Ultraschallgerät müssen wir die Altimplantaten rausnehmen, danach können wir gleich implantieren. Dort, wo haben wir heute ein Implantat, dort bleibt ein Knochendefekt, das müssen wir aufbauen mit Knochenersatzmaterial. Hier vorne können wir eine gute Stabilität erreichen bei Ihrem Implantat. Dann können wir gleich eine fixe Zahnersatz, eine fixe Provisorium machen für Sie. Das heißt, ästhetisch, das wird akzeptierbar. Dann haben Sie bis zum vierten, fünften Zahnzähnen. Heilungszeit hinten dort ein bisschen länger. Beseitigen wir das nicht belastbar. Dort brauchen wir ungefähr 3, 4 Monate Wartezeit. Dann, wenn ist das fertig, dann können wir unten dann viele 12 schöne Kronen bekommen. Im Oberkiefer haben wir hier schon ein paar Zähne weniger, wie kann man hier sehen. Dann diese Zähne haben sie schon früher verloren, das haben wir schon nicht drinnen. Dann können wir eine fixe Zahnersatz machen für Sie über dem echten Zähnen oder über dem echten Zähnen plus Implantaten. Wenn nehmen wir nur die echten Zähne, dann leider wegen einem Bogen, was haben wir im Kieferknochen, hier vorne dürfen Sie nicht zu stark beißen, dann haben wir eine Hebewirkung und dann die hintere Zähne kann überbelastet sein. Nicht besonders stark, aber ideal, wenn können Sie hier auch zwei Implantaten bekommen. Das heißt, möglich ohne Implantaten auch eine fixe Zahnersatz machen, fixe Porzellankronen über dem echten Zähnen. Nur Korn empfiehlt hinten, nur die vorderen Zähne ist nicht so stark belastbar, dann nicht so stark beißen. Das heißt, eine Apfel dann lieber nicht beißen, aber natürlich eine Semmel oder was ein Sandwich, dann können Sie ganz ruhig Korn. Das wird natürlich besser stabilisiert, wenn bekommen Sie hier vorne auch noch weitere zwei Implantaten. Ein Implantat, wo haben Sie einen Zahn verloren in kürzer Zeit? Hier, dort haben wir ein bisschen bessere Knochen. Andere Seite beim zweiten Position, Ihre Knochen aber ein bisschen zu dünn, ist das hier gut sichtbar, dünner als unser Implantat. Das heißt, müssen wir hier Ihre Knochen spreizen. Knochen spreizen, das heißt dann in der Mitte ein chirurgisches Ultraschallgerät, Ihre Knochen in der Mitte müssen wir durchschneiden, dann dieses Außenwand ein bisschen nach außen drücken, dann können Sie das Implantat hier bekommen, was bleibt schon in Ihrem Knochen und das kleine Spalt, was bleibt zwischen Implantat und Knochen, das muss man auch mit Knochenersatzmaterial aufbauen. Heilungszeit im Oberkiefer, genauso 4 Monate wie im unten. Dann können wir dann das weitermachen. Provisorium im Oberkiefer, jetzt haben Sie ein herausnehmbares Provisorium. Das können Sie theoretisch auch haben, aber möglich ist ein fixes Provisorium auch machen. Genauso wie die fixen Zähne, was hat nur die echten Zähne. Das Unterschied, dieses fixe Provisorium kostet mehr als 800 Euro und wenn möchten Sie das, dann können wir das machen, aber nicht so nötig ist. Wie viele Sitzungen wird das? Erst einmal können wir die Implantaten einsetzen. Nur unten oder gleichzeitig die obere auch, das ist egal, das wird eine Sitzung, dann wird alle Implantaten hier hineingeschraubt. Können Sie selben Tag noch ein Provisorium hier vorbekommen, vorne bekommen? Wenn passt Ihr obere Provisorium, heutige Provisorium, dann kann das in einem Tag hier fertig sein. Wenn möchten Sie ein fixes Provisorium haben, das können Sie beim Nahtentfernung bekommen. Das heißt dann, eine Woche später nach dem OP können wir die Nähte entfernen. Dann kommt 4 Monate Wartezeit. 4 Monate später, wenn alles schon eingeheilt, nehmen wir einen Abdruck und eine Probe und fertig. Das heißt, insgesamt 5 Sitzungen planen wir. Implantat einsetzen, Nähte entfernen, 4 Monate später ein Abdruck, Probe, fertig. Wenn haben Sie noch weitere Fragen, dann wir sind natürlich immer erreichbar für Sie. Ich danke Ihre Fragen dann dazu.